Es könnte heute ein super Spiel werden, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass wir uns für diese Partie entschieden haben. Gleich ganz losgeht, live bei EA Sports. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir ist der Kollege Frank Buschmann und wir werden dieses Spiel wie gewohnt für Sie zu Hause kommentieren. Und wir übertragen Ihnen heute ein Spiel vom ersten Spieltag der Bundesliga. Union Berlin gegen Bayern München. Die Erwartungen sind groß, wieder einmal. Dem Titel aus der vergangenen Saison soll gleich der nächste folgen. Die sind hungrig, die wollen den Erfolg und ich bin wirklich gespannt, ob das gelingen wird. Das Potenzial hat die Mannschaft. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Sie lassen den Gegner gerne kommen, Buschi, und dann schlagen sie blitzschnell zu. Wolf, ich glaube, damit hast du ihre taktische Marschroute für dieses Spiel schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Die setzen auf Konter. Das können sie gut. So gehen's die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Matthijs de Ligt spielt gemeinsam mit Lucas Hernandez in der Abwehr. Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld. Und ganz vorne werden sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, ob er sich gegen die Abwehr da vorne durchsetzen kann. Kurz zum FCB, Buschi. Wenn du ganz spontan drei Spieler nennen müsstest, die den Club geprägt haben, welche wären das? Oh Gott. Also wahrscheinlich gibt es in jedem Jahrzehnt mehr als drei Spieler, die mir einfallen würden. Aber so für die Clubhistorie, für die wirklich prägenden Figuren, da fallen mir dann wirklich drei Namen ein. Und ich glaube, das geht jedem Fußballfan ganz genauso. Sepp Maier, Gerd Müller und natürlich Franz Beckenbauer. De Ligt, Kimmich, Mané, Davis, Mané, ja, toll gehalten. Er geht in den Strafraum, er bringt den Ball nicht raus. Er zieht ab. Ah, das ist fast schon eine mühelose Parade. Was darf man Sadio Mané im heutigen Spiel zutrauen? In den vergangenen drei... Enorme Entfernung. Der Ball knallt ans Aluminium. Und da ärgert er sich. Da hat nicht viel gefehlt. So, liebe Zuschauer, aus dem Studio bekommen wir jetzt die Infos zum Spiel im Wohninvest-Weser-Stadion, denn... Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Auf ihn ist Verlass. Gute Parade. Ecke kommt von Kimmich. Sie bekommen den Ball nicht raus. Den holt er auf der Linie. Komm an. Guter Versuch, aber kein Tor. Ja, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Diesen kurzen Blick rüber aufs Parallelspiel mussten wir leider unterbrechen. Der BVB macht also das Tor. Sie gehen 1:0 in Führung. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Davis. Da haben wir Hernandez. Nur Müller. Kimmich. Kimmich hat ihn wieder. Ah, ich glaube, aus der Distanz wird das dann doch eher nichts. Guter Versuch aus der Distanz, da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können.
Goretzka. Die Bayern im Vorwärtsgang. Goretzka. Blockt den Schuss erstmal ab. Gut geklärt, das war wichtig. Im Spiel von Mainz ist ein Tor gefallen. Im Studio jetzt alle Infos dazu. Wir haben hier das erste Tor für Mainz. Neuer Spielstand damit 1:0. 21 Minuten sind gespielt. Danke vielmals für dieses interessante Update. Da können Sie den Ball erstmal rausbringen. Thomas Müller. Goretzka. Befreiungsschlag. Den will er mit Gefühl machen. Der Torwart mit dem Ball jetzt. Bayern gibt im Moment schon den Ton an in dieser Partie. Wir hatten, wir sehen das, klar mehr Ballbesitz in den vergangenen Minuten. Und Chancen haben sie auch. Aus meiner Sicht dauert es nicht mehr lange mit der Führung. Auch jetzt haben sie wieder den Ball. Sie bauen ihren Angriff auf. Pass wird abgefangen. Da muss sich der Keeper nicht mal bewegen. Leon Goretzka. Kingsley Coman. Kimmich. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Der Angriff könnte was werden. Klasse aufgepasst vom Torwart. Da haben sie natürlich keine Probleme. Das war eine Riesenchance. Da müssen sie mehr draus machen. Becker. Leon Goretzka mit dem Zweikampf. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Kimmich. Leroy Sané. Die Riesenschuss von Müller. Sie ziehen davon unaufhaltsam. Gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann schlägt Thomas Müller zu. Macht er eiskalt aus nächster Nähe. Ja, da ist nichts zu halten. Thomas 2:0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Aus dem Vorteil wurde nichts, also gibt es doch noch Freistoß. In der Mercedes-Benz-Arena ist was passiert, nämlich ein Tor. Ich gebe kurz ab ans Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Mönchengladbach. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier 43 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Goretzka! Der Ball ist natürlich kein großes Problem. Kimmich. Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Jetzt passiert hier nichts mehr in diesem ersten Spielabschnitt. Pause, gleich geht's hier weiter. Durchgang 2 läuft. Wir gehen mal ab ins Studio, denn im Wohnen Westweserstadion gibt es ein Tor. Wir haben hier den 2. Treffer für Dortmund.
Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind... Jetzt können sie es machen. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Den ersten können sie noch nicht verwandeln, aber der Nachschuss, der ist dann nicht mehr zu halten. Wir schauen noch mal auf das Tor und da sehen wir, na, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können, konjunktiv, dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden. Aber so passiert es dann doch. Die Bayern erhöhen ihren Vorsprung auf 3. Klasse Spiel. Muss noch nicht das Ende sein. Weiter geht's. Diesen kurzen Blick rüber aufs Parallelspiel mussten wir leider unterbrechen. Der BVB macht also das Tor, ihre neue Führung damit. 2:0. Mané. Pass kommt von Mané. Hat Genauigkeit gefehlt, ja. Ja, wenn er besser zielt, bisschen weniger Power, dann ist es ein Tor. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Er hat weiter den Ball. Er kann erstmal klären. Leroy Sané. Sané mit der Chance. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Sie können kontern. Goretzka. Der Ball ist drin und damit wird es noch deutlicher. 4 Tore Führung, also das Ding ist durch. Jetzt sehen wir hier die Wiederholung vom Tor inklusive Torlinientechnik. Und die können wir bei dem Treffer wirklich gebrauchen. Und alles regulär, der Ball war hinter der Linie. Wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Musiala. Marcel Sabitzer. Wichtige Aktion. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Und jetzt wird es Einwurf geben. Machen Sie jetzt gut die Balleroberung. Sané! Gehalten! Nice. Die Ecke kommt. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Marcel Sabitzer. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war ungefährlich. So, und jetzt haben die Spekulationen um ihn endlich ein Ende. Er geht zu Aston Villa. Also das möchte ich mal wirklich als Schnäppchen bezeichnen. Das ist ein Transfer-Coup. Damit habe ich nicht gerechnet. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Ball kommt da jetzt flach rein. Oh, sie lassen diese Chance liegen. Ja, so kannst du ihn natürlich nicht überwinden. Das war überhaupt nicht konsequent. Bisher ist das eine richtig gute Ballbesitzquote auf Seiten der Bayern. Und auch die Chancen holen sie immer wieder raus, sind enorm aktiv. Also mit dieser Führung im Rücken können sie fast beruhigt aufspielen. Auch jetzt haben sie Ballbesitz, sie greifen an. Da ist die Chance. Sie bekommen den Ball nicht raus.
Coman. Da geht er vorbei. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Masraoui. Chance für Musiala. Oh, starke Parade, kein Tor, aber Fahrt ist oben abseits. Der hätte so oder so nicht gezählt. Trotzdem, starke Aktion, müssen wir auch mal loben. Den musst du erstmal halten. Gieselmann. So, liebe Zuschauer, aus dem Studio bekommen wir jetzt die Infos zum Spiel im Wohninvest-Weser-Stadion, denn da gibt es ein Tor. Wir haben hier den dritten Treffer für Dortmund. Daniel Marlin hat das Tor erzielt. Da greifen die Mechanismen. Das ist super einstudiert. Der Pass klasse, durchgesteckt auf den startenden Stürmer, der nur noch einnetzen muss. Neuer Spielstand damit also 3:0. Gespielt sind 81 Minuten. Vielen Dank für die Info. Marcel Sabitzer. Da haben Sie die Chance. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Sie nehmen den Wechsel vor. Ecke wird ausgeführt von Sané. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Da trifft er den Ball nicht richtig und der geht dann folgerichtig weit drüber. Drei Minuten sind es noch. Bayern München mit dem Ballgewinn. Gravenberg. Coman! Der Ball geht an die Latte. Aus diesem Angriff wird erstmal nichts. Ganz alleine. So, wieder ein Tor. Langsam wird es voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieger dieser Begegnung heißt Bayern München. Es ist der erhoffte, der, ja, sind wir ehrlich, erwartete Sieg geworden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und Sie sind zufrieden, das dürfen Sie nach diesem Spiel auch sein. Das war natürlich auf jeden Fall ein gutes Spiel heute von Sadio Mané. Wie ist dein Kommentar zu ihm? Heute hat er mit dem Doppelpack wieder einmal seine gute Form bestätigt und natürlich großen Anteil am Sieg seiner Mannschaft. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Danke für dieses Gespräch.
quién soy, que llevo a donde voy. De Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir. Mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno. Father, he told me so.